Salaman, Jana Muchachos, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Mabossa hat den Kühlschrank zum Laufen gebracht und wir versuchen jetzt unsere Dinos zu zähmen und das möglichst gut hinzubekommen. Mabossa, der Kühlschrankbauer. Fortschritt durch Technik. Fortschritt durch Technik. Das Geile ist, Muchachos, das Prime Meat hält in diesem Kühlschrank, jetzt ihr seht es da, 2 Stunden, über 2 Stunden. Das war richtig krass. Das hält normalerweise, ich weiß gar nicht wie lange, aber nur ein paar Minuten. Und in dem anderen Kühlschrank hielt es, glaube ich, eine Viertelstunde. Und jetzt in dem Kühlschrank hält es 2 fucking Stunden. Ich habe auch schon ein Sumpfpferd, das Level 100 Sumpfpferd habe ich umgebracht. Das hat sich festgebackt, glücklicherweise. Ich habe es umgebracht. Apropos, ich muss gerade mal meinen. Was hältst du, schmeißt du weg? Ein bisschen Stein, ein bisschen dies. Das Gute ist auch, ich schau nochmal eben. Jetzt haben wir schon mal ein Problem weniger. Jetzt müssen wir wirklich nur noch in schnellster Zeit ein wenig Prime Meat holen und dann gibt es eigentlich keine weiteren Probleme. Wir haben genug Narkotik, wir haben alles genug. Wir haben uns aber für eine Sache entschieden, nämlich dass wir diesen Stachler als erstes noch nicht zähmen, weil der dauert einfach zu lange. Wir haben noch Der keine Magic dauert Berries. 3 Stunden. Aber Deko hat, glaube ich, in der Zeit einen Try, glaube ich, angeballert. Irgendwie sowas. Nein, ich habe nichts gemacht. Hast du nicht? Nur das Sumpfpferd gekillt. Weil wir wollen erstmal einen Trike, einen Low-Level-Trike holen, damit wir. Oh, ich bin gerade am Kacken. Berries farmen können. Genau. Das Ding ist, wir brauchen mittlerweile ziemlich dringend Prime Meat jetzt, denn der Pteranodon, der Flugsaurier, dürfte jetzt langsam so weit sein, dass wir ihn komplett hochfüttern können. Das heißt, wir könnten jetzt schon zähmen, Wo hätten oben ist wir eine Prime Meat. Menschenseele? Das ist der Muchacho hier. Wie ist der? Welcher war das? Loser Teddy oder wer war das? Hat er. Wo ist Möglicherweise er? hat er sich um unseren. Hier ist er. Den meine ich nicht. Hui! Meine den Flugsaurier. Flugdino. Deko. Wo Wo hat er den hingeballert? Der liegt ja, wenn dann, irgendwo hier. Warte mal, ne, wo war denn das? Ne, es war Hier hier ist er. irgendwo. Hier. Ne, doch nicht, das sind Steine. Dann liegt er hier. Was schreibt er? Nein! Oh. Oh fuck! Toll, und da war auch unser Narkotik drin, oder was? Ja, 50 Narkotik weg. Ne, es war ja schon nur noch 30 oder so. Okay, dann kümmern wir uns jetzt um unseren T-Rex. Achso, Narkotik hat er auch gesammelt. Oh, ist das schön. Wenigstens etwas. Oh, danke dir. Ich kann dir Aber trotzdem schreiben. mega ärgerlich. Versuche nur mal rauszukriegen, wie ich meinen Chat ankriege wieder. Oh, das ist aber richtig behindert, Alter. Ich hatte mich so gefreut, diesen scheiß Flugsaurier nicht mehr zu kriegen. Ey, ist das Eigentlich Bild. ist es Flugsaurier ist ja so ein Grundding. Das hat jeder irgendwie, damit man schnell reisen kann und wir haben immer noch keinen. Naja, haben wir erstmal den T-Rex und dann können wir uns. Oh, da hinten ist ein Kano. Oh. Da hinten, da oben. Hier ist ja alles voll mit Raubviechern, ne? Ja, Da deswegen ist. oben sahen Säbelzahntiger, Raptoren schleichen jetzt schon wieder ein paar Stück rum. Ich glaube, 3 Raptoren sehe ich da oben gerade. Sag mir jetzt erstmal, welchen Fucker wir umbringen sollen. Obwohl, teste erstmal eine Narkotik bei dem T-Rex. Nicht, dass der gleich auch noch Das ist das, Fujikato. was ich gerade checken wollte. Dann rasiere ich mir aber die Eier. Okay, das ist bei der Hälfte. Remote Use Item. Erstmal gucken. Der Rex brauchte minus 1400 Fressen. Minus 1000 hat er jetzt. Das heißt, 400 noch weg. Wir müssen jetzt in der Zeit 28 Prime Meat. Wir haben 7. Ey, ganz ehrlich, dieser Kano, der kommt mir auch wieder ein bisschen zu nahe irgendwie. Lass den mal, wenn möglich, umbringen. Wir brauchen 21 Prime Meat. Wir müssen uns jetzt eigentlich dringend mit den Brontos beschäftigen. Ja. Und mit den Sumpfpferden. Oh, ich will auch unbedingt einen Kano fucking zähmen, Okay, der Kano geht nach unten. Die kommen jetzt aber alle schon in diesen Steinkreis. ey. Wir müssen jetzt das Sumpfpferd hier, Level 60. Pass auf, die sind alle ziemlich nah bei dir, ne? Also. Ja, ich sehe das gerade. Aber der Kano kommt nicht hierher, oder? Doch, er dreht um. Er hat mich. Ah, Welches Deko. Level ist der? 16. Den fangen wir schnell ab. Lol, wird Was zum. angegriffen. Ein Von einem Prime Meat habe ich Raptor. bekommen. Vom Was ist Raptor? dein Begehr? Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Der hat mir ein Prime Meat gegeben. Ich kann jetzt mal nachgucken, wie viel Prime Meat hält 2 Minuten. Soll ich das eben wegbringen, das eine? Warte. Wenn die jetzt auch noch an die droppen mir eh nichts. Ja, bring's Oder weg. ich bring's weg. Ich nehme den Raptor, ne? Der ist schneller.
Und dann guck mal, vielleicht kannst du ja, vielleicht hilft ja Teddy dir beim Bronto-Killen oder so. Ja, fange ich schon mal mit an. Am besten hier irgendwo auf einer Steindruppe. Aber das ist alles, vor allem wenn man sich so viele Viecher. Ich hab diesen Ankylosaurus, ne, der ist Level 76. Wenn ich schnell gezähmt bekomme, bekommt er noch 10 Level dazu. Dann wäre er so ein geiler Tank-Dinosaurier. Das wäre so Zucker. Und vor allem sieht das so geil aus, ne? So, ich hole mir jetzt das Summpferd. Immer schön in die Augen zielen. So, Prime Meat abgeliefert. Ich wollte noch gerade noch Arrows mitnehmen. Oh ne, doch nicht, schade. Ist auch zu schön gewesen. So, Arrows habe ich dabei. LOL! Der springt hier über. Der springt über den fetten Felsen. Come on, baby, light my fire. So, ich komme zurück. Oh, Papa muss rennen. Aber die machen gar nicht so viel Schaden. Also Level 100 Typ hat mir so gut wie keinen Schaden gemacht. Ich glaube, hier bin ich relativ safe, wenn jetzt nicht noch ein anderes Sumpfpferd kommt. Ist kein anderes mehr da. Bist du das da unten vor dem Sumpfpferd? Ja, wer denn sonst? Harry Potter oder was? Hermine und zum Granger? Beispiel? Nein! Haltet aus! Alter, ich hab hier, bin hier auf einem geilen Spot. Ich will zu dir. Falsche Seite. Don't touch my Schalala! Oh, glaub ich bin am Arsch. Kriegt er mich hier? Ich glaub, hier kriegt er mich nicht. Oh, Spot! Ich schieße. Oh, und ich hab mich hier in der Ecke erstmal eingeschissen. Mal kurz umgucken, was man hier so sieht, aber man sieht nichts. Ja, jumpt rum. Wo ist er denn? So, der Schwanz von dem Brontosaurus ist da mies am Rumzittern. Hä, wo ist er hin? Das freut mich auch gerade. Sumpfpferd. Ach, da hinten ist das Sumpfpferd. Ach, der läuft weg, nach hinten. Richtung Sumpf. Bleiben Sie stehen! Teddy zähmt einen Sabertooth. Hast du ihn? Ich schieße die ganze Zeit weiter drauf, ne? Ich bin auf dem Weg. Er kommt wieder zurück. Okay, Damage macht er echt nicht so viel. Könnte aber auch an der Rüstung liegen, die wir haben. Oh, der blutet aus allen Öffnungen. Ja, ich sammle Level auf. Up. Sammelst du auf? Ja. Lol, hier war noch. Was ist eigentlich besser, Axt oder? Axt, glaube ich. Also, ich hab, denke mal, Axt. Ich mache jetzt mal Spitzhacke. Hast du eigentlich schon mal ein Schwert gebaut? Nee. Warum nicht? Ich will ein Schwert haben und ein Schild. Ich glaube, die Server denken gerade, ich kann ihn nicht abbauen. Ja, er hat gerade gelegt. Aber warte, ich baue ab. Oh, soll ich auch nicht abbauen? Jetzt kann ich. So, bei mir mache ich mal wieder den Melee-Damage hoch. 4 Primeat. 4 nur? Mhm. Das ist ziemlich wenig. 7 habe ich mir letztens bekommen. Vielleicht ist mit Axt wirklich dann besser. Ja, gut, dass du uns jetzt 3 Primeat gekostet hast. Ja, das ist jetzt ja nur die Theorie. Muss ja noch belegt werden. Willst du mit dem Raptor fahren? Geht schneller. Ich komme mit dem hier. Obwohl. Okay, willst du schon mal hier den Bronto irgendwie auf einen guten Spot locken und wo wir den dann einfach wegknallen können? Ich frage mich nur, welcher Felsen hoch genug ist dafür. Hast du eigentlich das Narkotik aufgesammelt von Teddy? Nee. Ich auch nicht. Hat er es hingeschmissen? Weiß ich nicht. Hat er es wieder mitgenommen, weil er gesehen hat, dass wir es nicht genommen haben? Das ist wieder Fragen so über Fragen. Waren ungefähr 38 Narkotik oder 37 oder sowas. Na, wenn wir einen Trike haben, dann ist Narkotik wieder eh Muschisaft. Wir brauchen nur wieder fucking Narco-Seeds. Mhm. Hier ist Level 20 Bronto. Alter, das Vieh ist so groß, auf welchem Felsen soll ich mich vor dem verstecken? Not possible.
Okay. Lol, aber backt er? Nein, jetzt kommt er. Er kommt. Mama. Mama, don't hurt me. Oh fuck, oh, er ist schneller als ich. Mit so großen Beinen, ne? Wunderlich. So, Papa ist wieder unterwegs. Oh ja, ich habe ihn, glaube ich, an Stein festgebockt. Ja, ich habe ihn festgebockt. Nice. Jetzt muss ich nur wissen, wo du bist. Oh, chill, 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 Kollege. Kopfschuss. Oh no! Oh no! Oh no! Ich komme! So, ich fang an, auf ihn zu schießen. Ich hab ihn wieder kurz festgebockt hier. Alter, wo soll der denn festbacken? Das ist doch gar nicht möglich! Schieße auf sein rechtes Nasenloch. Also von mir aus das rechte. Und jetzt war sein rechtes. Oh fuck! Oh fuck, da kommt er wieder! Macht er denn viel Damage oder geht's noch? Hab ich noch keinmal getroffen. Was? Echt nicht? Oh. Achso, der trampelt ja. Er muss ja mit dem Schwanz treffen. Achso, okay. Oh, und er ist schon ziemlich gedamaged. Er haut ab, oder ab? Die Muschi haut ab! Ey, du Muschi! Bleib sie stehen! Lass den Baum stehen! Der ist getan! Wenn das Greenpeace sehen könnte. Alter, das sind einfach irgendwelche Urzeiteichen. Ich schnapp ihn mir. Ich hab Level. Ne, ich war noch. 2 Primeat. 3 Primeats. Ja, und du laberst mich voll, ne? Lieb. Dann du alles kaputt gemacht. Malalala. Den will ich haben, Level 16. Versuchen wir es mit dem Stego für Primeat. Ja, komm, den nehmen wir schnell auseinander. Das geht ja super. Ja, laber nicht lang hier. Du kriegst direkt auf die Schnauze. 108! 108 hast du ja? Oh, da geh ich doch mal lieber auf den Fels. Ich treffe ihn. 108 ist schon eine Hausnummer. Ja, macht aber keinen Schaden. Oh, meine Schuhe sind gebrochen. Machst du auch mal Schaden an dem? Ich geh doch gerade auf den Felsen, hab ich doch gerade gesagt. Ja, wie wär's, wenn du schießt? Wir kommen doch hier zur so Richtung der Felsen. Komm zu mir hoch! Da kannst du nicht hoch! LOL! Er kickt mich da runter. LOL, er ist drauf. Aber er ist auch schon gut angefragt. Ja. Pass auf, denn nicht, dass der andere Stego noch kommt. So Family Member, ne? Ich glaube, das sind Rudeltiere. Hab ihn. Füchse sind eigentlich gar keine Rudeltiere. Ein Primate. Hat sich gelohnt. Ja, komm, nehmen wir den. Wo ist unser Raptor? Ach nee, den hab ich doch mit dem Raptor bin ich doch hinten hingesegelt. Mit dem Raptor bin ich doch hinten hingesegelt, um. Lol, wo ist der Raptor hin? Wo ist mal Wasser? Nee, wo ist. Wie ist er? Ziegenmann? Kommen Sie? Ich muss das Primate wegbringen. Achso, stimmt. Aber wo ist unser Raptor hin? Der Raptor ist weg. Ich muss erstmal jetzt dringend mit dem Skorpion wegjagen. Ich glaube, ich muss dir gleich mal meine Rüstung wieder auffreshen. Schneller! Oh, LOL! Das... Und was werde ich angegriffen? LOL, der andere Stego! Er will sich. Warum recht... ist ein Pissflitsche hier oben? Ganz ehrlich, Deko, ich glaube, mit der Spitzhacke kriegt man mehr Fleisch. Nein, 3 Raw Primeats sind tot. Was? Hast du lange rumgepümmelt oder was? Das von dem Bronto, ja. Deko, Alter, was machst du denn? Ja, wenn du mich damit scheiß Deko noch aufhältst. Bin ich wieder schuld oder was? Klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Primeat haben wir. Ich habe auch noch einen Primeat und ich weiß nicht, wo hier der nächste. Unser Raptor ist oben auf dem Berg. Und den Skorpion habe ich mitgenommen. Okay.
Ja, wir brauchen wieder ein Bronto. Kann es sein, dass du unseren Fabricator ständig laufen lässt? Nee. Oder läuft das, ist es oben der Generator, der so will, der mit Lärm macht? Ich glaube, das ist der. Wir müssen aber kurz unsere Rüstung verbessern. Oder wieder heilen. Ja, ich muss meine auch gerade. So, 50 Sekunden ist drin. Ein nackter Deko. So, alte Bay ist aber auch alles echt im Arsch. Wie wär's, wenn du mal ein fucking Schwert baust? Und ein Schild? Ich hab Bock drauf. Erstmal haben wir jetzt andere Sorgen. Wir brauchen jetzt fucking Essen. Es leckt. Ja. So, Ding ist wieder aus, damit du mich nicht anknasperst. Wie ist das Prime da oben? Hast du noch was gesammelt oder wie? Ne, ich dachte, du hast noch einen mitgebracht. Ja, bist doch schon längst. Ist doch schon längst da. Ja? Ja. Das heißt, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wir brauchen noch 14. Alter, dein Ernst? Ja. Ja, da war noch ein anderer Bronto, ganz schnell hinter. Der T-Rex dürfte auch mittlerweile schon so weit runter sein. Er soll nur nicht verhungern, ne? Das wäre schon ziemlich Käse. Also! Warte mal, wie viel Fleisch hat Spoiled Meat, hat mein Skorpion, ne? Okay, hat auch noch 19 Narkotik-Doll. Auf geht's! Auf geht's, Muchachos, wir sind schon wieder bei einer... Okay, 17 Minuten erst, das passt noch. Alles so, chillig. Ich hatten. Ganz ehrlich, wenn jetzt unser T-Rex weg ist, dann hast du einen Gutschein. Nein, der war... Gratis-Enthaarung, ey. Der war gut. Na, was liegt denn da so verwundet am Boden? Ein Adler! Ach so, der ist am Zähmen jetzt. Der tämt aber schon Raptor, oder? Welches Level ist der Adler? Level 40. Food ist jetzt auf 3800, also verhungern wird er schon nicht. Wie viel hat er gehabt am Anfang? 5100. Das heißt, es sind 1300 weg, ne? Ja. 1400 muss weg, damit wir ihn füttern können. Also damit wir ihn zähmen können. Ja, dann... Das heißt, er ist kurz davor. Wir müssen nur fucking... Ja, aber ist doch egal, wenn wir drüber sind, oder? Keine Ahnung. Kann auch sein, dass wenn er dann nicht voll gesättigt ist, dass er dann weniger Level dazu bekommt, ne? Das werden wir dann sein. Wo bist du? Bist du auf dem Weg nach oben zum Bronto? Zum Bronto, ja. Wenn da einer war. Da war doch noch einer, ne? Ich glaube, hier diese schwarzen Steine, ich glaube, dadurch kriegt man Obsidian. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Das haben die, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben. Aber ne paar Obsidian! Ne, jo, hier ist der Bronto. Ich komm durch. Mach schneller, Sklave. Okay, so ein Sumpfwert wäre natürlich auch noch nicht schlecht, denn ein Bronto wird nicht reichen. Wo ist ein Sumpfwert? Haben will. Ist ja nicht, aber hier ist ein Bronto. Alter, das wird aber eine crazy Geschichte, ne? Aber lass uns die Dinos da nicht mit reinziehen. Oh, er ist Level 96, Alter. Oh, fick mein Arsch, ey. Das wird nix. Aber du schießt trotzdem drauf, oder was? Nein, hab ich nicht. Okay, jetzt sind hier irgendwo scheiß Insekten. Ja, Pissflitsche. Unsere Dinos werden... Leute, die machen aber nichts. Nur der Skorpion wird lang. Ist der auf Passiv, oder was? Ist das eine Muschi, oder wie? So. Dann gehen wir jetzt wohin? Die brauchen so ein Pferd. Wer flog denn hier gerade?
Ach so, das ist der. Das ist Bolek hier. Ich kann nicht schreiben. Schreib mal hallo. Frag ihn mal, ob er das weiß, wie man mit dem Chat. Mach ich gerade. Ich stelle mal gerade Gamma wieder auf 3. Damit wir ein bisschen mehr sehen, Muchachos. Wir müssen noch. Und wir brauchen nur noch 2 Brontos oder 2 Sumpfpferde und dann können wir. Fucking, da unten ist doch Sumpf. In die Richtung. Hier ist den Felsen runter, ist doch Sumpf, oder nicht? Da, Sumpf hat gesichtet. Er sagt Enter drücken. Chichi. Na, warte, dann. Sollen unsere Dinos mit angreifen oder nicht? Ich guck eben, welches Level der ist. Ey, schon wieder. 100 Millionen von diesen scheiß Insekten, Mann! Level 16. Ach, du gehst also schon drauf? Ja. Eigentlich müsste Schleusenstecher ihn angreifen. Jo, Schleusenstecher gerade an. Schleusenstecher ist heute 68, also. Lol, ist an einem Baum festgebackt? Nee, noch nicht. Schleusenstecher, go! Ah, sieht gut aus, der ist gleich matschfrei. Renn nicht weg! Alter, der haut aber alles um, ne? Hä, wo ist er? Runter. Da unten! Okay. Wo soll ich nicht schießen? Ah! Wo? Was ist los? Lol, meine. Wo ist er hin? Alter, er ist drüben auf der anderen Seite des Flusses. Echt? Ach so, ich dachte, der wäre schon tot! Jetzt habe ich ihn gekillt. Hier ist kein. Nein! Was denn? Der Raptor ist tot von uns! Warum? Wurde von einem Trike umgebracht, Level 8! Och, please! Vom Level 8 Trike wird der, ja. Marossa, wird der Raptor weggehauen? Ja! Was ist das denn für eine Muschi? Ey! Please! Ja, ist wieder typisch Mabossa, ne? Wie er aufpasst. Kann ich wissen, dass unser Raptor so stark ist, wie du es bist? Wo ist mein Skorpion jetzt hin? Ich kann nicht antworten. Warte mal. Wir gehen das mal schreiben. Sprechen wir mit B, glaube ich, ne? Ich kann nicht antworten, ich habe keinen Chat mehr. Ich weiß nicht warum, wenn ich Enter drücke, kommt kein Chat. Ich muss hier nach oben wetzen zu unserem Skorpion. Ich hoffe, der ist da oben noch. Hast du meinen Skorpion im Blick? So. Escape, Options, Toggle Chatbox, nach Hotkey gucken und neu legen. Bei der Toggle Chatbox. Das ist auf Backflash. Das ist von der lieben Anna. Danke dir erstmal dafür. Aber kümmere dich, wie viel Prime-Meat hast du? Hab ich nicht. 9. 9 Primate habe ich bekommen, deswegen muss ich jetzt weg, aber ich habe kein Skorpion. Wo ist mein Skorpion hin? Ja, ich laufe gerade zu dir. Hier, ja, back fest. Hier, nimm ihn. Reite geschwind! Aber ich sehe ja auch keinen Chat. Ich hatte, es stimmt, mein Chat war auf Backslash. Das soll ich nichts bringen, weil wenn ich Backslash drücke, ist nicht nur der Chat, das ist ja alles aus. Aber das Ding ist, ich habe es jetzt geändert auf Enter. Aber ich sehe auch keinen Chat, ich sehe nichts Schriftliches. Und schreiben kann ich auch nicht. Egal. Muchachos, falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich finde, der Fokus sollte jetzt erstmal hier in dieser Folge beim 10 sein und dann bist du eben diesmal nicht erreichbar. 9 haben wir gesammelt. Kannst du noch irgendwas killen? Wir brauchen noch 5 Primate. Ich schaue hier gerade mal rum. Ey, dass der Trike den Raptor umgebracht hat, ne? Nein, ein Primate ist weg. Alles Primate weg. Nein! Ist das dein Ernst? Alles weg. Ey, weil du doch so lang rumgeschimmelt hast! Ich hab nicht lang rumgeschimmelt, ich hab den abgebaut und bin sofort umgedreht. Nein, weil du dann noch in den Option rumgegeiert hast. Ja, das waren 2 Sekunden oder so. Please, Deko!
Einer mit Profis arbeiten. Ein. Sagt der Typ, der nichts macht. Mal. Lol, unser T-Rex ist auch weg. Der T-Rex ist weg? Ja. Wieso ist er weg? Nein, er ist nicht weg. Aber du hättest es verdient, dass er weg ist. Aber nur du. Der Typ, der einfach nichts macht, ey, nur. Oder wollen wir den Rest mit normalem Fleisch machen? Das ging doch letztes Mal auch. Ja, bring mal. Machen wir jetzt. Bring mal irgendwie 80 normales Fleisch noch mit. Ich hab richtig viel dabei. Hast du das normale Fleisch auch mit? Ja. Prime Meat? Achso. Prime Meat hatte ich doch gar nicht. Also warte, dann laufe ich jetzt mit dem Skorpion, hol Prime Meat und. Ja, machen wir das jetzt so. Muss mich nur beeilen, ne? Nicht, dass es Prime Meat. Ey, ganz ehrlich, wenn das dann weg ist, ne, dann rasiere ich dir wirklich die Augenbrauen mit deinem Schamhaar. Warte, warum kann ich den Raptor nicht mehr nehmen? Weil ein Trigon umgebracht hat! Weil du nicht aufpasst, Alter! Wahrscheinlich hast du ihn darauf defensiv gestellt, damit er nicht mal angreift, sich nicht mal wehrt, wenn er angegriffen wird. Hundertprozentig war der auf defensiv. Nein, der war attack your target. Ja, und auf defensiv. Der hat ja auch nicht angegriffen, als die von Insekten angegriffen wurde. Hat ja meinen Skorpion angegriffen. Deswegen habe ich ja auch geändert. Hast du nicht? Doch, hab ich. Hundertprozentig nicht. Das ist wieder dieses scheiße Rumgelaber von Marvin. Dieses mich flamen wollen ohne Grund. Von Deko. So, Fleisch ist dabei. Auf geht's, Muchachos. Ihr werdet gleich die Geburt unseres neuen Haustiers erleben. Auf geht's. Das Ding ist nur, wir können da keinen T-Rex-Sattel bauen, ne? Der ist erst auf Level 70, glaube ich. Echt? Ja. Müssen wir uns wieder craften lassen. Müssen wir die Materialien bereitstellen und ihn craften lassen. Schauen wir gleich mal. Ich habe ja sogar so eine geile T-Rex-Brille, ne? Echt? Mhm. Sowas wie du als Hutskin hast. Du hast halt dafür nicht diese T-Rex-Brillen-Skin, glaube ich. Du meinst diese geile PIMP-Sonnenbrille? Ja. Nein, ein Raw Primate ist schon vergammelt. Nein. Baller das jetzt schnell da rein, sonst rasier ich dir. Ja, rein. Sehr schön machen sie das. Es ist nichts vergammelt bei ihm, ne? T-Rex ist ab Level 60, also ein Level bei ihm noch. Haben wir genug? Schauen wir eben. Soll ich auch noch Fleisch reintun? Lol, nein, jetzt ist voll. Warte mal. Was ist voll? Sein Food. Oh, weil das Meat zu wenig bringt und zu viel Scheiß hat. Oh, das wird noch so lange dauern, ne? Oh, shit! Das habe ich nicht bedacht, dass das Prime Meat ja mehr Zähmen bringt für das gleiche Essen. Scheiße! Ja, dieses Prime Meat auch schon wieder. Es ist drei Prime Meat, glaube ich. Zwei Prime Meat ist vergammelt auf dem Weg von unserem Haus hierher. Ja, das Ding ist natürlich, wenn du es aus dem Kühlschrank raushaust, dann ist wahrscheinlich genau der Timer, den du gebraucht hast, um es reinzubringen. Das heißt, wenn du es gerade in letzter Sekunde reingeballert hast, dann wenn du es rausnimmst, dann ist es einfach sofort vergammelt. Oh, ist das ärgerlich, Mann. Das ist so unnormal nervig gerade, ne? Puh, naja, damit muss man leben. Also, Muchachos, gar nicht so leicht, wie man denkt, selbst wenn man weiß, wie es geht. Nee, das ist echt, echt schwierig. Oh, das schwänzt mich gerade so an. Das ist unglaublich, ja. Vor allem, jetzt können wir nur hier rumstehen und nichts machen. Warten, bis er getamed ist. So, hier stand nochmal irgendwie so. Auto-Chatbox in den Optionen, den Haken wieder reinmachen, Deko. Hab ich schon. Toggle to talk. Ah, ne, das ist. Aber es geht immer noch nicht. Es tut sich nichts. Ich mach mal raus. Apply und Save gedrückt?
Ja, klar. Ja, das Ding war gar nicht weg, der Limousin. So. Also, ganz ehrlich, diese Folge ist ziemlich ernüchternd. Wir haben erstmal unseren scheiß Flugsaurier verloren. Den hätten wir eh nicht zählen können, weil wir gar nicht so genug Prime Meat hätten. Den hätten wir geschafft. Ja, aber dann hätte der T-Rex 0 gehabt. Des Weiteren können wir diesen Pflanzenfresser nicht sehen, weil der 4 Milliarden Stunden braucht und wir haben eigentlich alles verkackt, was man so verkacken kann diesmal. Marvin hat seinen Raptor killen lassen, weil er den auf Defensiv hatte. Diese. Please! Du hattest den hundertprozentig auf Passiv und deswegen ist er gestorben. Dass du so welche Storys hier rum erzählst. Man hat es auch vorher gesehen, Alter, als der da angegriffen wurde von den Deswegen habe ich Insekten. es ja geändert. Hast du eh nicht. Das No. ist typisch, habe ich doch gemacht. Genauso wie, hast du das Tor offen stehen lassen? Bist du im Haus? Nein. Was suchst du denn da für komische Beispiele raus, die nie passiert sind? Das war gerade erst letzte Folge. Es leckt leider gerade wieder. Ja, da hinten ist ein Skorpion noch. Aber ich sehe gerade kein Level. Ah, jetzt Level 44. Ja, wollen wir den mal holen? Für was? Zusätzlich noch, für uns? Ne, ich will lieber einen Ankylosaurus haben. Oder einen Trike. Oh, das pimmelt mich gerade so unnormal krass an. Wir sind auch schon bei einer halben Stunde, Mutschatz. Ich glaube, wir müssen aufhören. Nächste Folge werdet ihr auf jeden Fall sehen, dass wir einen T-Rex haben. Das werden wir jetzt nicht mehr aufnehmen. Der wird einfach gezähmt sein und ist dann da. Ist dann, nennen wir ihn Brodo. Bodo Nummer 2. Nein, Brodo Nummer 2 ist unfair, weil er kann nichts dafür, dass er nur an zweiter Stelle ist. Aber wir können ihn Brodo nennen von Brodo. Finde ich gut. Brodo nennen wir ihn. Also, Muchachos, den seht ihr nächste Folge. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und flamed mal Bossa ein bisschen zu dafür, dass er seinen Raptor auf passiv hat Hallo, stehen das sind lassen und Lügen. der dadurch gestorben ist. Und ja, Daumen nach oben, wie gesagt, reingehauen bis zum nächsten Mal. Bye bye, Muchachos. Ciao, ciao.